Es ist vorbei, Burkhard. Leg die Waffen nieder und ergib dich. Nimm drei Männer. Seht hinten nach. Seht euch um. Schaut, was zu finden ist. Ich schicke nach Ceolwulf. Sein Thron wartet auf ihn. Eine hübsche Rauferei war das, was? Aber ein kleiner Etterling fehlte bei alledem. Wo war der Sohn unseres Königs? Ceolbert war dabei. Vielleicht hast du ihn verpasst. Deine Lügen entsprechen deinem Wesen, Eivor. Groß und kühn. Burkhard hat Hilfe gesucht, mächtige Männer angeworben. Aber wer sind diese Krieger, von denen er spricht? Ein Verzeichnis von Zahlungen. Wie ein Haushaltsbuch. Hier ist ein Emblem. Womöglich von einem Clan. Die Brüder sollten das sehen. Ich habe einen Brief gefunden. Dieses Symbol hier. Hatten deine Leute Glück? Nein. Du? Hier. Kennst du dieses Zeichen? Tonas Siegel. Anscheinend hat sie auch mit Bogret eine Abmachung. Diese Hündin. Sie war die Söldnerin, die in Cheopedun so herumkrakeelt hat, oder? Sie scheint auf beiden Seiten zu stehen. Möglicherweise hat sie ihm alles gesagt. Geheimnisse. Über mich. Über Cheopedun. Über unseren Plan. Was soll das ganze Getue? Schnitz dir eine neue Krone und setz sie dir auf die Rübe. Das Problem ist gelöst. Du bist der neue König. So läuft das aber nicht. Nicht in Mercia. Wir haben Tamevjord. Burkhard ist auf der Flucht. Du bist eigentlich schon König. Das macht keinen Unterschied. Solange Burkhard frei ist, werden sie ihn König nennen. Er muss seine Krone an mich abtreten. Tona ist unsere einzige Spur. Wir müssen herausfinden, was sie weiß. Lieber renne ich mit dem Gesicht voran in eine Axt, als sie zu treffen.
Danach würde sie besser von dir denken. Wir haben denselben Vater, Eivor, aber seine Mutter war eine Sau. Wir treffen uns bei Tonas Lager, sobald du hier fertig bist. Und bring Geduld mit. Und deine Axt! Eivor, auf ein Wort, bitte. Geh, ich komm nach. Ich gehe zu den Brüdern, Eivor. Such uns bei Tona auf. Mein Sohn erzählte mir, was passiert ist. Dass Iva ihn zum Kämpfen drängen wollte und du es verhindert hast. Du würdest um ihn trauern, hätte ich es nicht getan. Er ist kein Kämpfer. Nein, aber er sollte es sein. Durch Übung oder Prüfung. Das wird er, wenn die Zeit reif ist. Aber halt ihn von Iva fern. Er ist alles andere als ein guter Lehrmeister. Ein dänisches Langhaus. Tonas Clan hat sich hier niedergelassen. Geht sicher nach hinten los. Behalte einfach einen kühlen Kopf. Ruhig, Iva. Eivor und ich werden uns darum kümmern. Ich weiß. Sigurd, stimmt etwas nicht? Wir werden mit Tona reden. Nur wir beide. Iva und Ubba warten hier. Tona soll denken, dass wir allein sind. Ich glaube, niemand von uns kann verhindern, dass Iva ihr den Schädel spaltet. Er hat auf dem Weg über nichts anderes gesprochen. Gut. Sollen wir? Wir kommen gleich zurück. Ein kleines Vermögen für den, der Tona zu Hehl schickt. Ich erinnere dich daran. In Cheopedun klang es, als hätten die Brüder eine Abmachung mit Tona. Was ist geschehen? Sie ist eine Söldnerin. Ubba brauchte ihre Männer und ihr Wissen,
Aber ihr Verhältnis ist nicht mehr das Beste, weil sie Burgrad nicht besiegt haben. Ich habe gehört, Tona dürstet es nach zwei Dingen. Weiches Silber und hartes Bettgeflüster. Beides deutet nicht auf Treuseligkeit hin. Wenn man ihr nicht trauen kann, was bringt sie uns? Das müssen wir herausfinden. Vielleicht können wir sie zufriedenstellen. Und wenn wir das nicht schaffen? Iva sagte, du sollst deine Axt mitnehmen. Da sind sie ja. Wie erwartet. Wenn sie an dir gefallen findet, rede du weiter. Ich glaube, du bist eher nach ihrem Geschmack. Nein, nein. Das ist deine Herausforderung. Kommt schon. Trödelt nicht so. Sigurd, warum kommst du an diesem lebhaften Tag in mein Lager geschlendert? Ich vermute, das weißt du bereits. Ja. Der Gestank glühender Kohlen verrät dich. Und doch bist du hier, um zu reden. Also ist Burgred wohl unauffindbar. Und wer bist du, mein Täubchen? Willst du deinen Arsch in meinen Schoß setzen? Kein Interesse. Und warum nicht? Man sagt mir eine äußerst begabte Zunge nach. Die du anscheinend nur zum Krakehlen benutzt. Genug Geschwätz. Du weißt, warum wir hier sind. Wo König Burgred ist, das wollt ihr doch wissen. Und warum denkt ihr, ich hätte die leiseste Ahnung davon? Wir haben Briefe gefunden. Aufzeichnungen eines Handels. Ihr beide habt eine Vergangenheit. Was soll ich sagen? Der König zahlt gut für meine Dienste. Wenn ich nur dasselbe über diese Ragnarsson-Dummköpfe sagen könnte. Du redest aber gerade mit mir. Und ich will wissen, was du weißt. Nenn mir deinen Preis. Also gut. Ich könnte eine neue Kuh gebrauchen. Du könntest sie bezahlen. Willst du mich für dumm verkaufen? Ich halte euch für Bettler. Der Geruch der Verzweiflung haftet euch an wie Kuhdung. Mein Preis ist mein Preis. Und? Du hast mich schon verstanden. Ich kriege, was ich will. Dafür sorge ich schon. Nein, nein. Diese Gelegenheit ist vertan. Und wenn ihr euch hier noch einmal zeigt, zerlegen wir euch Glied für Glied. Das war nicht der Ausgang, den ich mir erhofft hatte. Ich hoffe, du hast einen Plan. Tona behält ihre Geschäftspartner genau im Auge. Wenn Burgred Aufzeichnungen hat, dann sie sicher auch. Irgendwo hinter diesen Wänden. Sieh, was du findest. Ich gehe zurück zu den Brüdern. Das Tor bleibt geschlossen. Wenn sie sich nochmal nähern, tötet sie!